Martin hat sich noch rechtzeitig verabschiedet. Das bedeutet, wir können fast pünktlich mit dem nächsten Agenda-Punkt starten. Und zwar möchten wir uns jetzt mit Max unterhalten. Max, hörst du uns? Ja, ich höre dich. Hi, Max. Dich. Genau. Worüber reden wir? Ja, über Google bzw. Google Cloud hoffentlich. Was kannst du uns denn davon erzählen? Also wir haben gerade schon mit Lisette über Microsoft Office 365 kurz gesprochen. Sie favorisiert beispielsweise auch Google Docs. Wie siehst du das? Also kannst du mal ein bisschen Licht in den Office-Markt bringen? Kann ich gerne tun oder zumindest versuchen. Google Workspace hieß bis vor kurzem tatsächlich noch Google G Suite, ist quasi das Pendant von Google eben zu Microsoft Office beziehungsweise Microsoft 365, wenn man es genau nehmen will. Das heißt, es ist auch einfach ein Office-Set mit ganz vielen Anwendungen, die halt so die typischen Anwendungsfälle in Unternehmen, die so anfallen, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Präsentationen abdecken und vor allem natürlich auch E-Mails und Kalender und was natürlich wir alle schmerzlich, vor allem in diesem Jahr auch ein Stück weit aufs Auge gedrückt bekommen haben, eben das Thema Meetings, das heißt Videokonferenzen. Wir verwenden ja tatsächlich hier auch so im Hintergrund als Technik auch Google Meets, über die das Ganze läuft. Das heißt, das ist natürlich aktuell auch ein sehr großer Punkt. Im Gegensatz zu dem klassischen Microsoft Office ist Google Workspace eben nur ein Cloud-Tool, in Anführungsstrichen nur. Das heißt, es wurde von Anfang an in der Cloud entwickelt und es gibt keine Software, die ich mir fest auf meinen Rechner installiere, außer ein Chat-Client, den kann man sich auch noch so installieren. Und es gibt natürlich die Smartphone-Apps, ja. Okay. Bedeutet das, dass ich immer eine Internetverbindung benötige, um meine Google-Dokumente zu bearbeiten? Nein, das braucht man nicht. Das Ganze funktioniert auch offline. Allerdings im besten Fall dann auch über den Chrome-Browser. Mit dem geht es super. Oder Martin hat es auch eben ja auch schon ein bisschen angeteasert quasi mit den Chromebooks. Das ist dann natürlich so das Optimum, wenn man eben Google Workspace auch noch mit der Chrome-Hardware kombiniert. Also es funktioniert auch alles so. Man kann auch E-Mails offline abrufen. Man muss es natürlich auch einstellen, aber das ist gar kein Thema und kann dann auch mit Dokumenten offline arbeiten. Das heißt, bestehende Dokumente, man kann auch neue Dokumente erstellen sogar. Und natürlich, wenn dann das Internet wieder vorhanden ist, dann werden die sozusagen gesynkt. Okay. Ich weiß ja, wir haben einige Kunden, die aktuell ja Microsoft Office-Lösung benutzen oder auch zum Beispiel Lotus Notes und die kommen dann auf uns zu, weil wir Google-Partner sind und benötigen Beratung bei der Migration zu Google Workspace. Kannst du dazu etwas sagen? Also wie sieht denn so eine Migration aus? Also kann jeder Kunde theoretisch zu Google Workspace migrieren? Ja, das kann natürlich jeder. Wir haben auch schon diverse Migration eben also aus ganz verschiedenen Tools gemacht. Lotus Notes oder IBM Notes, wie es zwischenzeitlich hieß, ist halt wirklich auch ein Tool, was mittlerweile, sage ich mal, in die Jahre gekommen ist. Microsoft Office, die klassischen Office-Tools eben auch. Da gibt es, also im Normalfall wird man erstmal einfach ein Beratungsgespräch machen, um eben zu gucken, was ist vorhanden, was muss auch alles migriert werden. Dann eben einen Ablaufplan auch quasi vereinbaren. Es muss ja auch nicht alles auf einen Schlag migriert werden. Häufig ist es so, dass eben erstmal die E-Mails umgezogen werden und Kalendertermine, weil das eben vor allem der Part ist, mit dem man täglich arbeitet und täglich arbeiten muss. Und Google Workspace da eben auch schon eine große Verbesserung bringen kann. Und nach kann man dann eben auch das ganze Dateimanagement zum Beispiel umziehen. Wir bieten da eben Beratung an und unterstützen das Ganze dann auch aktiv. Ansonsten bieten wir natürlich auch noch Schulungen an. Und Bei der Vorstellung von Kathi vorhin hat sie, ist sie auf unser Schulungsangebot eingegangen. Da habe ich auch einen Reiter gesehen zu Google. Was sind das denn für Schulungen, die ihr zu Google anbietet? Das sind hauptsächlich, also aktuell vor allem diese Online-Schulungen, die eben relativ kurz sind und auch ziemlich günstig und an denen jeder teilnehmen kann. Das sind
hauptsächlich Anwenderschulungen. Da haben wir zum einen welche, die mehrere Tools zusammenfassen, zum einen die Kommunikationstools. Es ist dann eben so Gmail für die E-Mails, Kalender, Mail und Chat, Meet und Chat. Und noch die Kollaborationstools, das ist dann eher diese ganzen Dokumente, mit denen man arbeitet, also Sheets für Tabellen, Slides für Präsentationen und Docs für Textverarbeitung. Und dann haben wir nochmal speziell einzelne Schulungen für zum Beispiel Sheets für Anfänger oder Fortgeschrittene. Genau. Angenommen, ich kenne mich mit Excel aus oder ich bin ziemlich stolz auf meine Excel-Kenntnisse gewesen und jetzt benutze ich Sheets, also von Google. Komme ich damit zurecht? Kann ich dieselben Formeln anwenden? Oder ist es ein komplett neues Produkt? Ja, auf jeden Fall. Nee, also tatsächlich rein optisch ähneln sich die Tools auch. Also es ist jetzt nicht was komplett anderes. Wobei ich sagen würde, bin natürlich ein bisschen voreingenommen, dass Google die bisschen bessere Usability hat. Sieht nicht so überladen aus, wie zumindest die klassischen Office-Tools oder Excel. Ist alles ein bisschen aufgeräumt, aber per se ist es natürlich das Gleiche. Ich kann da mit Formeln drin arbeiten, die sind auch im Prinzip identisch. Also ich habe Summenformeln, Sachen, um den Medianwert rauszubekommen und so weiter. Der Vorteil, den eben auch Google Workspace bietet, weil es ein Cloud-Tool ist, dass die AI quasi von der gesamten Google Cloud hinten dran steckt und ich damit sogar Möglichkeiten habe, dass wenn ich keine Ahnung von Formeln habe und eben nicht weiß, wie ich irgendeinen Mittelwert oder sowas rausbekomme, kann ich tatsächlich über die AI-Funktion einfach menschliche Sprache sozusagen verwenden. Das heißt, ich kann einfach eine Frage eintippen und Google generiert dann automatisch sozusagen die Formel dazu und gibt mir den Wert, den ich brauche, raus. Also wie wenn ich einen Kollegen sozusagen fragen würde, hey, was ist denn das und das? Und dann sagt mir der das. Das heißt, ich muss mich gar nicht im Zweifel intensiv mit diesen komplizierten Formeln auseinandersetzen, sondern kann einfach meine Frage eintippen und kriege die Antwort. Max, ich würde dir mal eine größere Frage stellen wollen. Ich empfinde sozusagen so eine große Diskrepanz zwischen in amerikanischen Schulen hat irgendwie Google mit ihrem Schulangebot, auch mit Chromebooks und so weiter, irgendwie einen Marktanteil von, ich glaube, irgendwie 70% oder sowas. Hm. Wenn man mit kleinen Startups spricht, dann sprechen die nur von Gmail, von Google Docs und so weiter. Da spielt Microsoft überhaupt keine Rolle. Und wenn wir dann zu unserer angestammten Kundschaft, sozusagen den großen Konzernen, schauen, dann scheint Microsoft der unangefochtene Platzhirsch zu sein, wo jetzt zum Beispiel sehr viele Unternehmen sich gerade Gedanken machen, ich löse meine Offline-Office-Suite, Microsoft in der Regel, ab. Was mache ich denn da? Natürlich nehme ich die von Microsoft wieder. Habe ich ja jetzt auch schon. Und ich verstehe nicht, warum es da so eine große Diskrepanz gibt. Und dann stelle ich mir vor, dass ja irgendwann diese jungen Leute, die schon so viel Erfahrung mit Google geschaffen haben, in die Positionen kommen müssten, wo sie Entscheidungen treffen können. Und dann ist da irgendwann so eine Art Tipping Point gibt, wo dann möglicherweise das Google-Pferd schneller läuft als das Microsoft-Pferd. Wann ist denn das? Und empfindest du das auch so oder ist das irgendwie eine Quatschidee? Nee, also das teilt sich auch mit so wie wir es wahrnehmen. Ich hoffe, der Punkt ist sehr bald. Was natürlich immer so ein bisschen gerade hier über unserem Dachraum oder speziell Deutschland und Europa schwebt, ist natürlich dieses Datenschutzthema. Das heißt, diese ganzen Cloud-Tools werden allgemein ein bisschen hier vorsichtiger angefasst. Das ist auch speziell eben in Schulen das Thema. Ich glaube, gerade jetzt in der Corona-Zeit, da war auch ein Riesenchaos. Manche Schulen haben dann auf eigene Faust einfach Sachen gemacht. Andere sind total verunsichert von Sachen, die Länder irgendwie vorgeben, ob sie überhaupt sowas einsetzen dürfen und was. Dadurch hat es natürlich hier ein bisschen schwereren Stand, die Cloud-Tools im Speziellen. Aber genauso wie du sagst, das ist auch unsere Wahrnehmung. Also Unternehmen, die vor allem irgendwie so von null auf anfangen und sich dann eben mal Gedanken machen und einfach evaluieren, welche Office-Tools gibt es denn? Ich meine, es ist relativ klar, dass man für diese Anwendungsfälle E-Mails, Video-Meetings und Co-Tools braucht, die dann halt einfach unvoreingenommen da rangehen. Da landen sehr viele bei Google, weil es eben ja halt einfach wirklich einfach ist.
gegenüber Microsoft, kommt natürlich auch immer auf die speziellen Anforderungen an, aber generell eigentlich ein bisschen günstiger ist. Ja, und halt einfach besser funktioniert in der Zusammenarbeit, gerade mobil. Ja, Microsoft hat natürlich in Deutschland eine ziemliche Historie. Die Leute haben halt zum Großteil alle Microsoft Office Classic im Unternehmen Einsatz. Und natürlich ist Microsoft dann auch ein Stück weit hinterher, die direkt auf Microsoft 365 zu ziehen. Und im Zweifel sind halt die Leute auch über irgendwelche Lizenzrahmenverträge gebunden. Da ist es dann ein bisschen schwieriger. Aber wenn tatsächlich ein Unternehmen sich wirklich darauf einlassen und halt auch wirklich mal nach links und rechts gucken und wirklich vergleichen, ich meine, bieten ja beide Tools auch an, dass man einfach Testphasen macht, klassisch so in kleineren Teams oder die IT einfach als Team zuerst mal eine Zeit lang damit arbeitet, dann kommt halt eigentlich in der Regel wirklich positives Feedback für Google, dass es von der Administration einfacher ist, von der Anwendung einfacher ist. Und ja, häufig ist es eben auch gerade so, morgen haben wir auch so ein Beispiel zum Beispiel mit Fissmann. Die haben auch das Thema Chromebooks, was du eben angesprochen hast. Da wird der Alex Pöllmann das mal vorstellen, wie das jetzt bei Fissmann ausgerollt wurde. Da war es eben auch so, es gab einen Wechsel quasi in der Geschäftsführung. Der jüngere Sohn hat quasi übernommen und ist eben ein bisschen unvoreingenommener an das Ganze rangegangen, hat mal überall so den Staub runtergewischt und wollte halt das Unternehmen zukunftssicher machen. Und ja, da sind sie letztendlich halt auch bei Google gelandet. Ja, cool. Also ich warte quasi auch täglich auf den Moment, wo quasi Menschen da draußen die Augen aufmachen und feststellen, ich habe auch gar kein Problem damit. Also Microsoft hat mit diesem Office 365 ein ordentliches Softwareprodukt auf die Beine gestellt. Ich habe früher jahrelang Outlook benutzt und fand das jetzt auch nicht schrecklich, aber ich fand es auch nie so richtig gut. Und ich glaube, da ist jetzt schon so ein bisschen was passiert, ist nicht besser geworden. Aber wir sind jetzt als Google-Partner natürlich auch voreingenommen, dass wir die Google-Lösung besser finden. Aber egal, wie man es dreht und wendet, das ist auf jeden Fall was, womit man sich beschäftigen muss. Also man kann nicht einfach so tun, als gäbe es das gar nicht oder sei das keine Alternative. Oder was wir dann teilweise hören ist, ja, Google ist ja eine Datenkrake, da kann ich mich ja nicht mit beschäftigen. Das ist, also das ist total absurd, weil die Sicherheit der Daten in der Cloud ist jetzt bei Microsoft nicht per se höher als bei Google, sondern da gibt es halt technische Kriterien, da gibt es organisatorische Kriterien, die kann man alle angucken. Das ist, glaube ich, eher ein Imageproblem. Ja, ja, klar. Genau, weil also, Google deutlich erfolgreicher als Microsoft im privaten Umfeld ist. Ein richtig großer Kunde, also ein großer Konzern, die Google einsetzen, die meinten, sie hätten dann, das war also noch sehr früh, in der Google-Suche, das hat mir irgendwer erzählt, ich weiß nicht genau, ob es der Kunde erzählt hat oder ein Berater. Jedenfalls hat Google eine Zeit lang mal in der Google-Suche deine eigenen Dateien angezeigt. Hm. Woraufhin die Mitarbeiter gedacht haben, dass ihre Dateien von Google jetzt in die also öffentlich gemacht worden wären. Weil das ja die öffentliche Google-Suche ist, die jetzt auch interne Sachen findet. Und das ist eine schöne Anekdote, die zeigt, dass Google da einfach, das hat Google dann ausgestellt, weil sie festgestellt haben, okay, das schädigt unser Image eher. Also wir eigentlich dachten wir, es wäre total praktisch, aber die Leute denken, jetzt werden also meine internen Dokumente mit geheimen Daten da öffentlich gemacht. Na gut, Max, wir warten weiter auf den Zeitpunkt und so schlecht läuft das Geschäft ja nicht. Es gibt ja genug Erleuchtete, die sich jetzt schon Google angucken. Viel Erfolg mit denen. Dankeschön, ja. Da gibt es ja auch ein Interview. Gerade mit dem ganzen Cloud-Thema, das wird sowieso immer interessanter und auch notwendiger für die Unternehmen. Und wir sind da guter Dinge, dass die Leute dann auch nicht geradeaus nur zu Microsoft rennen, sondern auch mal ein bisschen nach links und rechts gucken, was es sonst noch gibt. Ja. Genau. Gut, danke, dass du dabei warst, Max. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Viel Erfolg weiter. Ciao.